Auch in diesem Jahr lud der SC Berlin zum SCB-Pokal für die U20 Nachwuchsfechter ein. Neben den Berliner Fechtern waren auch Teilnehmer aus Jena, Magdeburg und Halle mit dabei. Der SCB-Pokal ist ein schönes und bedeutendes Turnier für den Berliner Fechterbund, für die Berliner Rangliste. Am Samstag, dem ersten von zwei Wettkampftagen, waren die Florettfechter an der Reihe. Bei den jungen Männern gab es auch einen klaren Favoriten für das Turnier, und zwar den Vorjahressieger Maurice Degler vom SC Berlin. Er traf im Halbfinale auf Gabriel Hamann von der FG Schwerin, der ihm ein überraschend hartes Gefecht lieferte. Degler ist nach einer halbjährigen Verletzungspause auch noch nicht zu 100% fit. Den Sieg nehmen ließ er sich heute jedoch trotzdem nicht. Am Ende siegte er relativ eindeutig mit 15:10 gegen seinen Kontrahenten aus Schwerin. Im zweiten Halbfinale gab es aber eine kleine Überraschung. Marlon Erich besiegte seinen Teamkollegen Moritz Pust vom SC Berlin mit 15:13 und schaffte somit zum ersten Mal den Sprung ins Finale. Im Gefecht um den ersten Platz ließ Maurice Degler dann aber nichts mehr anbrennen. Mit einem souveränen 15:7 Sieg verteidigte er seinen Titel und kann sich nun freuen, wieder richtig im Fechtsport anzugreifen. Ich freue mich natürlich nach meiner langen Verletzung, das Turnier hier souverän gewonnen zu haben. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich wieder im Fechtsport drin bin und dass ich auch in naher Zukunft wieder Turniere bestreiten werde. Also ja, heute hat es echt gut geklappt, war schön im Finale zu stehen. Am Ende hat es nicht gereicht, aber dafür konnte ich mich sehr über die Siege davor freuen. Und auch bei den jungen Damen war die Frage nach der Favoritin schnell beantwortet. Carlotta Morandi vom SC Berlin, ebenfalls die Vorjahressiegerin des Turnieres. Im Halbfinale ließ sie Ann-Sophie Kugler von der FG Schwerin kaum eine Chance. Sie gewann mit 15:6 und zog somit ins Finale ein. Und wer sie dort herausfordern durfte, wurde währenddessen noch hart ausgefochten. Jennifer Balle vom Fechtzentrum Halle und Nelly Semper vom SC Berlin wussten dabei aber auch ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Die beiden kennen sich nämlich bestens aus dem Verbandsnachwuchskader der U17. Das Gefecht war dementsprechend dann auch spannend bis zur letzten Sekunde. Am Ende hatte aber Jennifer Balle mit 15:14 ganz knapp die Nase vorne und traf nun im Finale also auf Carlotta Morandi. Und auch hier bei den U20-Damen sollte der Titel in Berlin bleiben. Morandi setzte sich, auch wenn es etwas knapper war, mit 15:13 gegen Jennifer Baller durch und konnte somit wie Maurice Degler zuvor schon ihren Titel im SCB-Pokal verteidigen. Also ich bin sehr froh, dass ich den Titel für mich gewinnen konnte. Das Gefecht, das Finale an sich war ziemlich spannend. Das lag an den Fehlentscheidungen oder an den ziemlich überraschenden Entscheidungen vom Obmann. Aber es hat gereicht, um den Titel dann nach Berlin zu bringen. Und ja, darüber bin ich sehr froh. Für den SC Berlin war es definitiv ein gelungener Einstieg in das Turnier. Beide Titel im Florett wurden verteidigt und bleiben somit in der Hauptstadt. Am zweiten Wettkampftag bei den Degenfechtern sah es dann jedoch etwas anders aus. Der Titel bei den jungen Männern ging an den TSV Wittenau und bei den Damen nach Stettin in Polen.